Wow. Liebe Leute, was war das gestern für ein ereignisreicher und gefühlsreicher Abend? Ich kam tatsächlich aus dem Grinsen nicht mehr raus. Mein Telefon kam aus dem Vibrieren gar nicht mehr raus. Ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen, dafür herzlichen Dank. Ich habe Voice Messages bekommen, ich habe Videotelefonate bekommen, ich habe tränenüberströmte Gesichter gesehen und das tatsächlich vor Freude. Und ich kriege jetzt Gänsehaut wirklich bis zum Rücken hoch, wenn ich nur dran denke, wie viele Menschen da gestern einen sehr emotionalen Abend hatten, mich eingeschlossen. Aber ich hatte auch ganz, ganz viele Rückfragen in meinem Postfach. Tobi, was heißt denn das jetzt eigentlich? Kann ich mir jetzt ganz legal eine richtig fette Lunte anzünden, ohne dass es Probleme gibt? Und da das noch nicht der Fall ist, ich nehme es mal vorweg, möchte ich das nochmal kurz für alle aufdröseln. Denn nicht alle sind in der Politik da so tief drin oder verfolgen das auch aufmerksam oder wissen, was ist denn da jetzt überhaupt passiert? Gestern ist also Folgendes passiert. Es kam an die Presse folgende Meldung, dass sich die Koalitionsparteien, also die SPD, die Grünen und die FDP, letzte Woche in ihrem Fachausschuss Gesundheit auf die Legalisierung geeinigt haben. Und sie haben sich also nicht auf eine Entkriminalisierung geeinigt, sie haben sich auf eine Legalisierung geeinigt. Und so wie sich das liest im ersten Moment, scheint das doch recht eng geknüpft zu sein an der Vorlage des Cannabiskontrollgesetzes, das die Grünen vor einigen Jahren erarbeitet und auch vorgelegt haben. Die haben da also wirklich eine Menge Vorarbeit geleistet und wenn sich die drei Parteien da tatsächlich auf diese Grundlage mal geeinigt haben, dann ist der Weg zu einer echten Legalisierung wirklich nicht mehr weit, denn da sind sehr, sehr viele Detailfragen eben bereits besprochen. Was heißt das denn aber jetzt? Das heißt doch zumindest schon mal, dass die Politiker uns das nicht nur vor der Wahl versprochen haben, sondern sie haben es jetzt auch nach der Wahl schwarz auf weiß zu Papier gebracht. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern und deswegen habt ihr auch wirklich vollkommen zu Recht gefeiert und euch gefreut und das können wir auch noch weiterhin. Denn es gibt jetzt natürlich noch Stolpersteine. Diese Regierung ist ja noch nicht mal komplett, sie ist noch gar nicht vollzogen. Die Regierung wird sich erst in den nächsten Wochen dann wirklich stellen und den Koalitionsvertrag dann auch wirklich fertig bringen. Da brauchen wir also noch ein kleines bisschen Geduld, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass es da keine großen Stolpersteine mehr geben wird, auch wenn die drei Parteien in vielen anderen politischen Bereichen doch konträrerer Meinung sind als beim Thema Cannabis. Aber die drei Parteien wollen einen Politikwechsel. Die sind auch müde von dieser zähen Politik, die wir jetzt viele, viele Jahre hatten und wollen unser Land gestalten und deswegen glaube ich sehr fest daran und bin sogar überzeugt, dass wir in den nächsten 4 Jahren diese sogenannte Ampelkoalition haben werden und somit diese Ampelkoalition uns auch die Legalisierung beschert. Dennoch, da werde ich auch darauf angesprochen, gibt es noch andere Hürden. Es gibt den Bundesrat, der da vielleicht noch ein bisschen dagegen schießen kann. Und es gibt auch EU-Gesetze, denen wir unterliegen, die da vielleicht Probleme machen können. Aber auch da mache ich mir keine großen Sorgen. Der Bundesrat, der wird sich verändern in den nächsten Monaten. Der ist zwar im Moment noch wirklich von vielen Unionsparteien auch ja, durchzogen, aber da wird es einige Wahlen geben in nächster Zeit, die das schon ändern. Und ich weiß, dass auch ganz viele Menschen auch jetzt und heute noch Basisarbeit machen bei den Unionspolitikern, denn natürlich wäre es wünschenswert, wenn am Ende auch die überzeugt werden, dass die Legalisierung eine vernünftige und gute Sache ist. Und dann steht dem auch wirklich gar nichts mehr im Wege. Und dann ist auch überhaupt erstmal noch die Frage, müssen all diese Detailfragen überhaupt vom Bundesrat abgesegnet werden? Das müssen wir mal sehen. Ich glaube aber, der Druck ist so immens, dass wir da alle Hürden nehmen werden. Und ich glaube jetzt sogar wirklich daran, dass wir die Legalisierung ganz schön zeitnah erleben können. Ja, also da war ich ja tatsächlich sogar ich als Grundoptimist, habe gedacht, komm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber nach dieser Pressemitteilung glaube ich, dass die Parteien das wirklich auch zeitnah angehen wollen und wir somit jetzt wirklich anfangen können, uns über Detailfragen zu unterhalten. Wie läuft das mit dem Führerschein in Zukunft? Wie läuft das mit dem Eigenanbau? Ich werde dazu jetzt als nächstes, steht das auf der Agenda, nochmal eigene Videos machen. Die Themenbereiche sind wirklich zu komplex, um das in ein kurzes Video zu fassen. Aber es wird darüber jetzt diskutiert und das heißt, wir machen noch ein bisschen weiter. Es gibt noch einige Bereiche, die wir besprechen müssen und deswegen ist es auch total sinnvoll, dass wir weiter Lobbyarbeit machen. Und damit mal ganz kurz Entschuldigung, ich habe uns eine Cannabis-Lobby vor kurzem abgesprochen. Damit habe ich natürlich sehr, sehr vielen Menschen Unrecht getan. Ich habe das eher so im Vergleich
gesehen zu anderen lange existierenden großen Lobbys, die da auch mit ganz anderen Methoden agieren. Denn unsere Methode der Cannabis-Lobby sind einzig und allein Argumente. Jawohl, denn die Argumente sind auf unserer Seite. Und deswegen großen Dank an alle, die mit argumentieren. Auch mal herzlichen Dank an alle, die demonstriert haben, die diese Argumente sogar auf die Straßen gebracht haben, die sich also mit Gesicht bei Demonstrationen gezeigt haben. Herzlichen Dank, ihr seid wirklich Helden dieser Legalisierungsgeschichte. Aber da gibt es noch viele andere zu nennen. Ich versuche es einfach mal ganz kurz in den Satz zu packen. Vielen Dank, Deutscher Hanfverband. Ihr werdet oft kritisiert, aber ich weiß, wie leidenschaftlich ihr Arbeit für uns alle leistet. Herzlichen Dank. Danke auch an Lieb Deutschland. Danke an die Grüne Hilfe. Danke an alle Medien, an alle Radiosender, an alle Zeitungsverlage, die endlich auch mal sachliche Berichte gedruckt oder gebracht haben und das Ganze nicht mit diesen alten Stigmen versehen. Das ist wirklich großartig, denn damit haben wir erreicht, dass man endlich auch mal ehrlich seine Meinung sagen darf. Das war in der Vergangenheit gar nicht möglich. Wer da über Cannabis geredet hat, der wurde recht schnell abgestempelt und gar nicht mehr ernst genommen. Und das haben wir geschafft, dass man auch in der Politik ganz seriös und sachlich über das Thema Cannabis reden darf. Und damit haben wir doch auch schon das meiste erreicht. Auch die EU will ich nochmal ganz kurz ansprechen, ja, weil Luxemburg hat ja die Legalisierung beschlossen vor kurzer Zeit, wurde da aber so ein bisschen ausgebremst, weil sie Angst hatten vor den EU-Gesetzen. Ich glaube, dass Deutschland als souveräner, starker Staat da die EU überzeugen kann und dass wir es schaffen, das Kartenhaus der Prohibition Stück für Stück in ganz Europa fallen zu lassen. Und Deutschland ist da wirklich auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Und diese Argumente, die wir in Deutschland vortragen, die gelten ja am Ende auch in Europa. Und ich glaube, auch die Bevölkerung Europas ist da auf unserer Seite. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich Deutschland da erstens keine Vorschriften machen lässt, denn es geht hier um eine vernünftige, richtige Sache und vor allem auch um eine, die dazu noch eine Menge Geld bringt. Das wollen wir mal gerade aus politischer Sicht nicht vergessen. Das erleichtert denen die Entscheidung sicherlich. Und deswegen glaube ich, dass da also auch Europa bald weichgekocht wird. Es gibt ja auch höchstrichterliche Urteile, auch in der EU jetzt schon, wenn man mal da die verschiedenen Verfahren nimmt. Also der Druck wird weiter groß bleiben von allen Seiten und deswegen danke ich euch allen auch nochmal an den Wiedmob, was da auf Twitter los war die letzten Wochen. Das hat mit Sicherheit auch nochmal richtig viel dazu beigetragen, dass das Thema wirklich auch mit Nachdruck besprochen wurde, dass das nicht einfach mal so schnell vom Tisch gewischt wurde, sondern dass das seriös und mit Bedacht diskutiert wurde. Das ist wirklich toll und dafür auch vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der da beteiligt war. Das war wirklich eine ganz, ganz starke Aktion und die ist auch noch nicht zu Ende. Lasst uns also weiter die Argumente vortragen, die wir haben, denn die Ausgestaltung dieser Legalisierung wird jetzt tatsächlich noch einige Wochen bis eben vielleicht dann sogar Monate brauchen und wir alle können unseren Teil dazu beitragen, dass die Lösung so aussieht, wie wir sie uns alle wünschen. Also lasst uns einfach nochmal so weitermachen, noch ein kleines bisschen Geduld haben. Und dann ist der Tag echt nicht mehr in weiter Ferne, an dem ich die Gänsehaut nicht nur am Rücken verspüre, sondern an dem wir alle zusammen ganz laut und bunt ein großes Fest feiern. Ich freue mich sehr auf den Tag. Bis dahin.